Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde, ein herzliches Moin und willkommen zu Minecraft. So, und erstmal Lichterlein an, aber etwas dunkler, etwas runterregeln. So, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe mir gedacht, weißt du was, machst du wieder eine kleine Live-Session? Und, was bauen wir denn heute überhaupt hier? Ich würde sagen, U-Boot, auf jeden. wir haben das Lager, haben wir ja, glaube ich, eigentlich fertig. Ich glaube, das läuft auch. Sehr gut. Das Lager haben wir jetzt fertig. Ich könnte jetzt eigentlich mal hergehen und das ganze Lager mal einrichten. Aber was haben wir denn hier? Ist das Stein? Ernsthaft, das ist Stein? Ach, das ist Diorit. Okay, ich könnte eigentlich das Diorit nehmen und wieder raushauen. Und dann machen wir da Erde hin. Haben wir hier Erde? Ich muss das alles echt noch ein bisschen durchsortieren. Haben wir hier Erde? Sieht nicht... Ernsthaft? Ich habe keine Erde? Okay, das gibt's. Gut. Dann, weißt du was? Rennen wir doch mal ein bisschen weiter weg und bauen im... Oh, da hinten ist ein Kackstift. In wunderschönen... Oh, hier sind sehr viele Schweine und sehr viele Schafe. Da hinten habe ich auch noch gerade ein paar Pferdchen gesehen. Ich würde sagen oder vorschlagen, dass wir demnächst auch mal unseren Hof wieder aufbauen. Also unsere Scheune. Ja, genau. Ganz ruhig. Hallo, Hühnchen. Ah, nee, hier ist ein Endertor, ne? Ja. Ah, wir bräuchten ein Endertürchen. Könnten wir auch mal machen. So, der hat jetzt so ziemlich alles abgebaut. Abgebaut, genau. So, ich glaube, wir haben genug Erde. Ja, du kleines Hühnchen. Oh, achso. Ich hatte gerade deine Attraction gehabt, alles klar. Und dann, och. Das bisschen Kohle, dann nehmen wir auch noch mit. So. Hühnchen, komm mal her. Obwohl, weißt du was? Du bist ja eh des Todes eigentlich geweiht. Plopp. So. Dann machen wir das hier mal wieder ein bisschen zu. Dann wird das hier mein unterirdischer Erdabbau-Dingens. Weißt du? Pass auf, wir machen da so eine schöne Dingens drüber. Oh, zack. So, wir machen da einfach nur so eine schöne Decke drüber. Ich weiß, einige Leute werden mich jetzt dafür bestimmt hassen oder sagen, oh Gott, wie kannst du nur... Es gibt welche, die wollen ja immer so eine Art Ende haben. Und können es dann zum Beispiel überhaupt nicht ab. So Perfektionisten. Reicht.
Und nein, ey. Okay, Fockel sagen, gib die Fackel her, Mensch. Knips, 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 tipp, tipp, tipp. Und wir machen das hier jetzt einfach nur, wir überdecken das einfach nur, als wäre hier nichts gewesen. Weißt du, so komplett krank. So. Hier war nichts. So. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall, hoffe ich doch mal. Wir haben hier noch Erde. Und jetzt, wo ich das jetzt hier so sehe, ne? Eigentlich hätte ich das Lager auch ein Stückchen weiter wegbauen können. Weil jetzt sieht das mit dem Haus etwas kacke aus, aber egal, komm. So. Dann nehmen wir machen. Dann tun wir nämlich Folgendes. Ups. Jetzt sind wir aber einfach mal völlig verrückt und sagen, wo ist meine Spitzhacke? Da. Zack, 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 zack. Ah, ne, die Tür und die Fußmatte, die will ich noch behalten. Welcome. Hey. Welcome to the Galaxy of Dreams. Okay, so. Cool. Ja, ein bisschen weiter drin sieht doch besser aus. Okay. So, Spitzhacke. Plopp. Dann nehmen wir den raus. Zack. Und machen das mit Diorit einfach mal zu. Quatsch, mit Erde. Und wie gesagt, jetzt sind wir mal so verrückt. Ich habe da einen Hund gehört. Jupp. Den Nachbarn wieder komisch zum Hund oder ist der hat der Hund wieder irgendwas gesehen? Nochmal. Och Mann, ey. So, welcome. Bam. Ach so. Ach, das muss so ein Ding sein. Alles klar. So, und ich habe vielleicht vor, mache ich einen doppelten Weg dahin? Ja, ne? Aber einen weg. Den Dingern. Okay, so, zuppel, zuppel. Okay, so. Dann. Wie die Welt auf. Welt. Waldaufforstung habe ich ja schon gemacht. Klappt super. Wir haben hier fast einen schönen Wald. Alter, Köter. Ich glaube, das kommt von hinten vom Dachfenster. Ich mache das mal eben zu. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt meinen wunderschönen Pausenbildschirm genossen. Ich finde den ja mega geil. Habe ich von einer YouTuberin/Streamerin gelernt oder gesehen.
Die hat das auf ihrem Streaming-Kanal, hat sie das, glaube ich, auch, oder hatte sie das? Ich weiß jetzt nicht, ob sie das immer noch hat. Und da... Ich hoffe, der Ton ist... Ich glaube, Minecraft ist ein bisschen zu laut, ne? Okay, kann ich auch noch mit runterpegeln. Das ist gut. Ich glaube, so ist angenehmer, ne? Ist nicht so laut. So, jetzt habe ich hier ein bisschen was begradigt. Würde vielleicht sagen, dass ich hier... Oder hier, genau hier. Hier ist eigentlich eine gute Stelle. Hier mache ich mein Fältchen hin. Ein kleines Fältchen. Fältchen am Wäldchen. Klingt eigentlich nach einer super... das Wäldchen am Fältchen. Das klingt nach einer guten Kneipe. Oder Schankwirtschaft. Näschen juckt. Wahrscheinlich, weil da irgendwelche Katzenhaare sich drin verfangen haben. Keine Ahnung. Dass ich den Kater gestreichelt habe. Das Katerchen. Ja, so. Und dann würde ich doch sagen... Bäumchen, du musst weg. Bäumchen, Bäumchen, du musst wandern. Von dem einen Ort zum anderen. Plop, 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 plop. So, komm mal her. Dann machen wir das ein bisschen größer. Und wo ich auch gerade Spotify nebenher laufen lassen habe, habe ich mir gedacht, hey, hörst du dir mal den Eurovision Song Contest Sieger an, also den ESC-Sieger, Ukraine. Ist eigentlich sehr interessant, was die, was für ein Lied die da reingehauen haben. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Ich muss zugeben, mit diesen Rap-Parts, okay, muss man mögen. Oh. Ein zu viel. Mit diesen, wie gesagt, mit diesem Rap-Part, das muss man mögen, aber ich habe mir gedacht, damals. Okay, als ich das mit Freunden gesehen habe. Es klingt gar nicht mal so übel. Ne, dieses von, wie heißen die noch? Irgendwas mit Orchestra. Das Lied an sich heißt ja, glaube ich, Stefania. Da, 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 Stefania. Und auf YouTube gibt es zum Beispiel das Musikvideo mit... englischem Untertitel. Habe ich mir mal angeguckt. Und ja, ich muss sagen, das Lied ist an sich richtig cool. Es klingt geil, es macht aber auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil da wird besungen, dass die oder dass, glaube ich, eine Mutter, die Mutter Stefania Stefania ein Lied singen soll, ein Lullaby, ein Schlaflied, glaube ich, heißt das, ne? Und es klingt sehr traurig. Ist es eigentlich auch, weil es ist halt auch gedreht in der Ukraine, das Musikvideo. In einigen Städten, wo es halt nicht mehr so super aussieht. Und wow, also ich musste so ein bisschen schlucken, weil es ist doch schon ziemlich traurig. Weil man sieht halt nur weibliche Soldatinnen, die Kinder
vorzugsweise Mädchen aus den Trümmern da retten. Und wow. Wie gesagt, es war wirklich traurig. Ich hatte ein ganz leicht Pipi in den Augen. Und dann habe ich mir gedacht, so scheiße. Das ist da wirklich echt. Die haben das wirklich in den Trümmern gedreht. Das ist kein Studio, das ist nicht irgendwo, wo sie das mal eben kurz mal hingebaut haben. Das sind keine Requisiten, das sind wirklich echte Häuser, wo die da drin stehen. Wo wirklich, ja. Nee, den brauche ich nicht. Wo wirklich Existenzen auch zerbrochen sind. Obwohl, warte mal, kleine Planänderung. Wir machen das doch nochmal ein höher. Ich hätte es gerne auf eine Höhe, weil... hey. Wenn hier nachher böse Viecher ankommen. Oder irgendwann, wenn ich mal wieder Monster freischalte. Könnte es ja passieren, dass die bösen Buben denken, haha, der hat einen Garten, da trampel ich jetzt mal drauf rum. Oder auch Schweine, weil die ganzen Viecher, die laufen hier die ganze Zeit rum. Und trampeln mir zum Beispiel durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Weißt du, hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Nee, das, und das wollen wir ja nicht. So. Aber wie gesagt, das hat mich so ein bisschen erschüttert. Ich war sprachlos, als ich das Musikvideo gesehen hatte. Ich hatte auch, wie gesagt, leichten Pipi in den Augen. Und wow. Und ich muss leider für mich zugeben, ich habe auch nie etwas für die Ukraine zum Beispiel gespendet. Ich habe auch nie für Flüchtlinge aus Aleppo etwas gespendet. Oder für aus Nordafrika. Für andere Flüchtlinge. Ich habe leider nie was gespendet. Und so ein bisschen... ein bisschen schäme ich mich dafür, dass ich es zum Beispiel nie getan habe. Ich habe zum Beispiel nie Klamotten oder Geld... oder irgendwelche anderen Hilfsgüter habe ich noch nie gespendet. Fällt mir gerade auf. Und ich weiß nicht, jetzt mal für mich so die Frage, macht es mich zu einem schlechteren Menschen? Upsala. Bin ich dadurch, weil ich zum Beispiel nichts gespendet habe, ein schlechterer Mensch? Oder weißt du, das sind dann. Hi Katze. Das sind dann für mich so Fragen, wo ich mir dann denke, über sowas hast du noch nie nachgedacht. Und ich glaube, das verdrängt man dann auch so. Nach einer Zeit, wenn man auch nicht mehr so daran denkt, weil, weißt du, wie groß war die Anteilnahme, als Russland der Ukraine sozusagen den Krieg erklärt hat? Die haben ja noch nie mal den Krieg erklärt. Die sind da einfach reingestürmt und haben gesagt, ja, das ist jetzt unser, hier wohnt der Igel. Ich weiß, das ist jetzt ein scheiß Thema und ich will da auch nicht zu lange drüber reden. Aber, ne, ich fühle mich da jetzt gerade so ein bisschen so, solltest du vielleicht mal irgendwann mal was spenden? Sachspenden? Oder, weiß nicht, einen Cent mehr, den du mal über hast? Dass du dann sagen kannst, hey, hier Leute,
Ne, so nach dem Motto, shut up and take my money. Okay, ich habe keine Erde mehr. Alter, wie kann das sein, dass ich keine Erde habe? Das ist doch blanker Hohn. Gut. Whoop. Achso, oh, falscher Knopf. Ach, das ist Gravel, ne? Au, au, aui. Okay, eben Luft holen. Und dann dümpel ich mal wieder runter. Na komm, bau die Kacke da ab. Na! Ich bin dumm. Okay, ich bin noch dümmer.